Ja, grüße Sie, meine Damen und Herren. Das freut mich, dass wir hier einsteigen können, gleich mit dem Thema. Jetzt hat natürlich mein Kollege die Pointe schon vorweggenommen. Natürlich, hier sitzen nur die Magier. Ja, völlig klar. Wie bin ich überhaupt auf diesen Titel gekommen mit den Magiern und mit den Scharlatanen? Sie haben vielleicht, wenn Sie die Medien so verfolgt haben, es häuft sich mit zunehmend Wachsen des Coaching-Marktes, häuft es sich einfach, dass das Thema Coaching auch in die Massenmedien rückt und dann eben auch mit entsprechend sagenumwobenen Begriffen auch gehandelt wird. Es wird, ist die Rede eben von Scharlatanen, es ist die Rede aber auch von irgendwelchen wundersamen magischen Effekten, die man da vielleicht erwarten kann. Und hier zum Beispiel ein kleiner Ausschnitt, was da so rumgeisterte zu den Scharlatanen. Wer nichts wird, wird Coach, hat da Bärbel Schwertfeger getitelt. Oder auch viele Scharlatane, wenig Hilfe. Und schließlich bei der Handelszeitung geht man davon aus, dass es hier um Seelenstriptease geht, was wir Coaches betreiben, wenn wir denn Scharlatane sind. Wir sind natürlich Magier. Schaut natürlich auch nicht besser aus, was wir hier finden. Die Magier, da gibt es so eine Ich-Magie-Coaching beispielsweise. Ich kann auch die Magie der Effektivität mit einem Audio-Coaching mir reinziehen. Also auch da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es scheint auf jeden Fall was ganz Besonderes zu sein rund um dieses Coaching. Was wir aber wirklich wissen über gute und schlechte Coaches, ja, ist es eine ganze Menge. Also das ist jetzt, was Sie hier sehen, mal so eine ganze Liste von allen möglichen Eigenschaften, von Qualifikationen und alle möglichen Begriffe. Diese Liste ist jetzt hier irgendwo auf der Mitte etwa abgeschnitten. Die geht noch endlos weiter. Ich habe mich hier bezogen auf Forschungsübersichten, wo das alles so destilliert wurde und wo eigentlich eins rauskam. Es ist wirklich ein sehr vielfältiges Feld und so nichts gewiss weiß man nicht. Was wir genau wissen, wenn man sich mal anschaut, was ist denn eigentlich für eine Basis hinter diesen Review-Artikeln, dann sehen wir, die Basis ist empirisch ausgesprochen schwach. Will heißen, es gibt nicht besonders viel Forschung und es gibt vor allen Dingen nicht besonders viel gute Forschung. Es gibt so Mängel beim Design, bei Stichprobenmethoden. Also zum Beispiel fließt da eine Studie rein, der Verkaufsleiter als Coach für seine Mitarbeiter. Ja gut, wie valide ist das jetzt? Ja? Oder es sind dann so Einzelfallstudien, wurde ein Coaching-Fall mal untersucht und daraus wird dann rausdestilliert, was es ist. Oder es wird überhaupt nicht angegeben, woher habe ich denn eigentlich meine Daten, wie habe ich erhoben, wen habe ich befragt. Und wenn wir denn eine Basis haben, dann kommen wir in der Tat zu recht widersprüchlichen Aussagen. Was wir mit unserer Untersuchung Qualitätssicherung im Coaching gemacht haben, wir haben uns dieses Thema, die Coaching-Prozesse mal aus unterschiedlichen Perspektiven angeschaut. Und was uns da überrascht hat, war, als wir Personalentwicklerinnen gefragt haben, wenn die Coaching-Prozesse rekonstruiert haben, was habt ihr denn da gemacht und wie seid ihr vorgegangen? Natürlich, 100%, was mich sehr beruhigt hat, schauen auf Kompetenz und Qualifikation. Was ich aber viel spannender fand, war, dass 59,1% der Personalentwicklerinnen und Personalentwickler die Entscheidung auch mit dem Bauch treffen und dass etwa die Hälfte auf Empfehlungen geht. Völliges Tabu bei der Personalauswahl wäre die Auswahl nach Geschlecht. In diesem Fall ist es nicht so. Fast die Hälfte der Personalentwickler wählt auch nach Geschlecht aus. Und was ganz, ganz witzig war, auch das Aussehen spielte eine Rolle. Wir haben hier nicht nachgefragt, also wir haben nicht irgendwelche geschlossenen Abfragen gemacht, na und sind das jetzt hier Ihre Kriterien, machen Sie mal einen Haken an, was wichtig ist. Sondern wir haben bei dieser Untersuchung haben wir nicht nur einen Coaching-Prozess abgefragt, was wird da getan, was war erfolgreich, was war weniger erfolgreich, sondern wir haben auch 4 fiktive Coach-Profile vorgelegt mit irgendwelchen Fotos aus dem Internet und irgendwelchen fiktiven Profiltexten. Und ohne dass wir da irgendwie darauf hingewiesen hätten, kam dann, den würde ich einladen zum Vorgespräch, der sieht ja sympathisch aus. Und fand ich total spannend, weil aus der Personalentwicklung oder aus der Personalarbeit müssten wir es ja besser wissen.
Wir müssten wissen, dass das Aussehen wirklich 0,0 über die Qualifikation des Coaches sagt und über seine Kompetenz. Wir müssten auch wissen, dass wir, wenn wir Profile mit Aussehen, mit einem Foto oder so verteilen, dass wir dann, was wir bei den Profis schon erleben, die hier sagen, na, den lade ich ein, der hat so ein nettes Gesicht, ja, dass wir das noch viel mehr natürlich bei den Coaches erleben. Und da kennen wir ja aus der Forschung so wirkliche Verzerrungen, die jetzt so diese ganze Forschung rund um die Personalauswahl betrifft. Da kann ich Ihnen sagen, liebe Brillenträgerinnen, die Sie hier sitzen, und liebe Brillenträger, Sie haben schlechtere Chancen, ausgewählt zu werden. Liebe fettleibige Menschen, die hier Gott sei Dank nicht sind, Sie hätten auch schlechtere Chancen, ausgewählt zu werden, wenn das Aussehen hier eine Rolle spielt. Also von daher haben wir hier durchaus neben diesem Kriterium Kompetenzqualifikation haben wir hier eine ganze Menge windelweicher Kriterien, die bei der Coach-Auswahl herbei zitiert werden. Und spannend auch, diese Kriterien, die oberen drei, darunter auch das Bauchgefühl und die Empfehlungen, wurden obendrein noch als besonders wichtig bei der Auswahl genannt. Was auch auffällig war, ist bei dieser Kompetenz- und Qualifikationsgeschichte, da haben wir bei den Personalentwicklern und Personalentwicklern relativ abstrakte Formulierungen gehört. Ja, der muss halt empathisch sein, der muss halt flexibel sein, der muss halt sozial kompetent sein. Was ja nicht weiter wundert, weil wir, wenn wir uns den Coaching-Prozess mal anschauen, dann haben wir halt eine riesig große Blackbox, wo einfach die Personalentwicklung zwar das Coaching vermittelt und vielleicht beim Vorgespräch dabei ist und für die Coach-Auswahl einen wesentlichen Einfluss nimmt, aber sie ist natürlich nicht dabei in diesen Interaktionen zwischen Coach und Coachee üblicherweise. Also, wenn wir aber wissen wollen, was macht eigentlich einen kompetenten Coach aus und woran erkennen wir den Magier, dann müssen wir ja wissen, was tut eigentlich ein kompetenter Coach? Was tut ein Coach, der erfolgreich ist, der gute Coachings macht, wo hinterher die Ziele erreicht werden, wo der Klient zufrieden ist, wo sich tolle Effekte zeigen? Wir müssen verhaltensbasiert Kompetenzen erheben und das können wir nur, wenn wir in diese Blackbox schauen. Und wir wissen, dass diese verhaltensbasierte Anforderungsanalyse, wenn Sie so wollen, wir wissen, dass die eben zu sehr validen Auswahlverfahren auch führt. Das ist Ihnen bekannt aus der Personalauswahl, da machen wir das so. Also insofern wäre das so ein Ansatz, wo wir sagen, hier können wir ganz, ganz viel tun, um wirklich die Magier zu entdecken, aber auch die Scharlatane, wenn wir hier einfach verhaltensbasiert schauen, was die tun. Jetzt ist es so, wir haben das heute schon verschiedentlich gehört, dass einfach diese Coaching-Forschung da noch relativ am Anfang steht. Es gibt relativ wenig Forschung zu dem, was in dieser Blackbox des Coaching-Prozesses passiert. Was jetzt so quantitative Untersuchungen und Videoauswertungen anbelangt, ist zum Beispiel die Forschergruppe um Siegfried Greif recht umtriebig und auch die Gruppe um Simone Kaufeld. Bei Greif ist man ausgegangen von den Wirkfaktoren im Coaching. Da wurden Coach-Coachee-Interaktionen auf Video aufgezeichnet und es wurde geschaut, na, was entdecken wir da für Wirkfaktoren. Bei Ianiro et al. Wurde unter anderem festgestellt, ein dominantes Verhalten des Coaches hat Einfluss auf den Coaching-Erfolg. Und auch das videogestützt. Also hier wurde wirklich beobachtet, was passiert in dieser Blackbox. Aber auch hier gibt es Einschränkungen. Diese Untersuchungen fanden in einem sehr speziellen Kontext statt, nämlich in einem Hochschulkontext. Und die Coaches waren Anfänger, es waren Studierende, die eben gerade frisch eine Coaching-Ausbildung hatten. Also da muss man natürlich auch schauen, inwieweit ist das jetzt übertragbar auf diesen Coaching-Kontext, wie wir ihn typischerweise kennen, auf das, was so unter Business-Coaching oder Executive-Coaching oder wie auch immer läuft. Diese Lücken, die es da gab bei der Prozessforschung, vor einigen Jahren noch viel mehr als jetzt, da gab es nämlich wirklich gar nichts, hat mich damals dazu veranlasst, zu schauen, in diese Blackbox mal reinzuschauen.
Der Auslöser war ein Lehrauftrag, den ich an der LMU hatte und wo ich natürlich immer bestrebt war, natürlich auch so ein bisschen was Fundiertes in die Coaching-Workshops und in die Coaching-Ausbildung reinzutragen. Und nur es gab nichts, es gab einfach nichts. Und es gab halt auch noch 2007 nichts, sodass dann Ende 2007 dieses Projekt ins Leben gerufen wurde. Unser Anliegen war, dass wir eben hier Coaching-Beteiligten ein Wissen liefern wollten, was einen Coaching-Prozess erfolgreich macht und auch Ansätze, wie sie zur Qualität und zum Erfolg beitragen können. Und eine der Untersuchungen, oder ich muss sagen, zwei Untersuchungen, haben das Thema Kompetenzanforderungen bzw. Coach-Auswahl betroffen. Hier die Diplomantin sitzt da hinten, die sich mit den Kompetenzanforderungen befasst hat, und ihr Poster können Sie dann im großen Saal später noch bewundern zu diesem Thema. Unsere Forschungsfragen waren da: Welche Methoden und Vorgehensweisen wenden Coaches im Coaching-Prozess an? Daraus haben wir dann Vorgehenskategorien gebildet. Und wir haben dann unsere Interviewpartner, in diesem Fall waren es eben wirklich die Experten in der Blackbox, nämlich der Coach und der Coachee. Wir haben sie gefragt, und was war denn das, was bei deinem Coaching-Prozess, wenn du ihn mir so schilderst, so minutiös schilderst, was waren da die besonderen Ereignisse, die Highlights, und was hat denn an der einen oder anderen Stelle in diesem Coaching-Prozess dazu geführt, dass es so besonders gut lief oder vielleicht auch weniger gut lief? Und schließlich haben wir noch so eine Rundumabfrage gemacht und nochmal zusammenfassend bewerten lassen, was fanden die Befragten jetzt eigentlich gut und von dem, was sie an Verhaltens- und Vorgehensweisen des Coaches gut fanden, daraus haben wir Kompetenzkategorien gebildet. Also Kompetenzkategorien sind positiv bewertete Verhaltensweisen, die wir geclustert haben in ähnliche Kompetenzthemen. Wir haben eine relativ große Stichprobe hier. Wir haben 42 Coaches befragt und 16 Coaches mit den unterschiedlichsten Anliegen. Es waren jedenfalls immer die typischen Business-Coachings, also war immer im beruflichen Umfeld und so das, was uns so standardmäßig begegnet, wenn wir als Coaches unterwegs sind und Coachings durchführen. Was wir gefunden haben, war jetzt nicht weiter überraschend und auch andockend an die Wirkfaktoren-Thematik, die heute schon angesprochen wurde, eben diese zielbezogenen Methoden, die ganz stark angewandt wurden, und natürlich eine Reihe von Interventionsmethoden, die wir hier unter diese Überbegriffe geclustert haben. Was dann wirklich positiv bewertet wurde und sprich eine Kompetenz war, waren die, die jetzt hier so rot umkringelt sind. Also bei den zielbezogenen Methoden, das wurde von allen als wichtig herausgestrichen. Also all diese Verhaltensweisen und Vorgehensweisen wurden betont, auch von den Coaches, wenn die einen Verbesserungswunsch hatten, ja, hättest du mal hier lieber Smart-Ziele geklärt. Auch dazu haben wir hier ein Poster, ebenfalls im Zuge einer Diplomarbeit von Janina Pötschke, ebenfalls im großen Saal. Ja, bei den Interventionsmethoden, das ist also nicht so weit überraschend. Wenn wir im Coaching unterwegs sind, dann finden wir hier nichts, was uns erstaunt. Und wir werden, wenn wir durch die gute psychologische Schule gegangen sind, werden wir uns auch freuen, dass Ratschläge und Hinweise sowie Appellieren und Instruieren zeigen hier ein bisschen abgelust hat und nicht als herausragende Kompetenz benannt wird. Also die direktiveren Methoden waren hier nicht die, die besonders hervorgehoben wurden.